Bisher wäre es erstmal mit Hoffmann, hat er ein ziemlich großes Glas und dann eine Glasröhre und die tauchte er in LSD und ließ einen Tropfen und das hat bei uns schon mächtig gewirkt. Ich finde LSD schon gut, dass man so gewissermaßen eine Welt, von der wir sonst gar keine Ahnung haben, dass die eröffnet wird durch LSD und das LSD ist gewissermaßen ein Türöffner.